Hallo, ihr Quirlinge. Wir wissen, wer unsere Nachbarn sind. Es sind Maschinen und es sind Exterminatoren, deren Existenz sich darum dreht, alles organische Leben in der Galaxie auszulöschen. Ist es nicht herrlich, dass ich zum ersten Mal Stellaris spiele und das als direkten Nachbarn habe? Es ist doch wirklich wieder zum Schreien. Wir sind Menschen und wir haben Skynet gefunden. Ist doch toll. Ja, richtig. Das war jetzt eine Anspielung, die ich nur vage verstehe. Es gibt jetzt hier geschlossene Grenzen. Das heißt, wir können in deren System jetzt nicht rein. Es sei denn, wir erklären denen den Krieg. Aber da wir unsere Militärflotte bisher nicht ausgebaut haben, ist das im Moment wahrscheinlich nicht so die allerbeste Idee. Wir werden defensiv spielen. Und wir haben jetzt hier dieses eine Forschungsschiff, was noch das Spezialprojekt wegen der Cyprex dort vollendet. Das wird wohl relativ schnell noch zu machen sein. Und dann müsste das System weiter erkundet werden. Was dann sicherlich auch noch gemacht werden kann. Und dann wäre hier noch das Immolator-System allerhöchstens dasjenige, wo wir noch reinhüpfen könnten, um es zu erkunden. Aber sehen wir dann. Wir lassen mal ein bisschen die Zeit weiterlaufen, oder? Ja. Gut. Es gab übrigens einen Weg, von vornherein zu wissen, dass es sich um Exterminatoren handelt. Aha. Und zwar in dem Moment, wo unser Forschungsschiff in deren Heimatsystem war, konnten wir uns ihre Heimatwelt angucken. Und Maschinen, die auf einer toten Welt starten, sind immer Exterminatoren. Aha. Das ist dann halt, wenn man es weiß als Spieler, kann man sich dann schon mal ein bisschen subtil darauf vorbereiten, was auf einen zukommt, sobald man das gesehen hat, ohne dass der Erstkontakt fertig ist. Ja, okay. Das ist natürlich Wissen, was man als Noob überhaupt nicht haben kann. Genau. So, wir haben eine neue Anomalie entdeckt im DIM-System. Wo ist denn das? Müsste im Süden sein. Ja, wahrscheinlich. Ah ja, das ist da nach innen hinein und es ist... Jetzt habe ich die Anomalie verloren. Wo sind die hin? Ah, die. Ich suche gerade die Anomalie, das Anomaliefenster. Es ist weg. Dann müsstest du oben auf die Lupe klicken, wenn das Symbol noch da ist. Ah ja. Okay, das ist gut. Ja, so. Also, überall auf der Oberfläche von dem 3 wimmelt es förmlich von beeindruckenden Gebäuden, was zu einer archäologischen Untersuchung quasi einlädt. Es ist eine Routine, also machen wir das genau jetzt. Jo. Gut. Construction completed. Und Seatera ist eingemeindet in diesem Augenblick. Jo. Das bedeutet, wir könnten, wie sieht das da drin aus, lohnt sich da Bergbau oder irgendwas? Wir haben 3 Energie. Es lohnt sich dort auf jeden Fall eine Forschungsstation zu bauen. Für die Ingenieurforschung. Die anderen würde ich jetzt noch lassen, aus dem Grunde, dass eine unserer Kolonien, nämlich Dawn, so langsam einen weiteren Distrikt oder ein Gebäude gebrauchen könnte. Und dafür brauchen wir halt die Mineralien eher. Ja, das heißt aber, dass diese Ingenieurforschung würdest das du Das heißt, wir zapfen, bauen oder? Erstmal nur die Forschungsstation, da es sonst nur sehr kleine Vorkommen sind. So, das heißt, wir gehen da raus und sagen Forschungsstationen bauen. Das sind halt so Sachen, die man im Laufe der Zeit entwickelt. Man sollte sich daran gewöhnen, wenn man halt Ressourcen zur Verfügung hat und so etwas passiert, wie zum Beispiel, wenn das System ist eingemeindet, ja. Geht man halt kurz durch, gerade durch seine Kolonien, brauche ich in naher Zukunft einen großen Haufen Mineralien. Ja. Vor allem, weil der Aufbau von einer Kolonie kostet vor allem Mineralien. Ja. Und Bergbaustationen und Forschungsstationen kosten auch Mineralien. Ja. Und dementsprechend ist es im frühen Spiel immer wichtig, dass sich die Dinge halt schnell amortisieren. Wir wissen jetzt Dawn, also deswegen habe ich vollkommen automatisch geguckt, bei mir mittlerweile ist es halt drin. Vollkommen automatisch geguckt, erstmal unsere beiden neuen Kolonien. Wie sieht es da mit Jobs, die zur Verfügung stehen, aus? Brauchen wir in naher Zukunft viele Mineralien, um da was Neues zu bauen, damit da keine Arbeitslosen auftauchen oder in diesem Fall Kolonisten arbeiten, die halt nichts produzieren, aber verbrauchen. Mhm. Und Dawn ist jetzt halt quasi nah an der Schwelle dran, dass da demnächst jemand Neues auftaucht und wir brauchen dann einen neuen Job. Genau, weil sonst würde der aber nicht Kolonist werden. Ja, genau.
Ja. Und dementsprechend habe ich jetzt empfohlen, halt nur die Forschungsstation zu bauen, weil die Forschungsstationen sind immer sinnvoll. Ja. Und die restlichen Mineralien zu sparen, um möglichst schnell einen weiteren Industriedistrikt auf Dorn zu errichten. Mhm. Sollen wir das denn schon machen? Oder ein Gebäude auch machen? Ein Gebäude würde ich noch lassen, einfach nur, weil unsere Roboterforschung nicht mehr so weit weg ist. Aha. Und dann können wir halt, sobald die fertig ist, nämlich auf dem freien Gebäudeplatz, der da ist, eine Roboteranlage bauen. Mhm. Gut. Jetzt gerade können wir den Industriedistrikt noch nicht anfangen, weil uns noch 65 Mineralien fehlen. Aber die 2 Monate, die das braucht, bis wir die haben wir definitiv noch. Und deswegen brauchen wir uns keine auf dem Markt kaufen. Mhm. Okay, so. Dann lass mal laufen. Ja. System Survey concluded. So, ein System ist wieder fertig. Das LEM-System, da haben wir jetzt gar nichts drin gefunden. Das ist ein roter Riese drin, kein Planet, 2 Forschung. Ja, das ist das ziemlich interessantes System. Das Shorak-System nebendran war schon genauso, da hatten wir aber eine Anomalie. Da am Galaxierand passiert nicht viel, habe ich den Eindruck. Und das Forschungsschiff, das düst jetzt weiter nach unten in die Ecke. Ja, das soll es mal tun. Dem können wir eigentlich dann schon sagen, dass es dann eigentlich auch dem hier weitermachen soll. Und dann zwangsläufig mit dem, weil eine andere Chance hat es ja gar nicht. Okay. Sobald der Monat übertickt, kannst du einfach mal weiterlaufen lassen, nichts passiert und dann trotzdem, während es läuft, auf Dorn dann einen Industriedistrikt bauen. Man kann nämlich auch solche Sachen System tun, Survey concluded. Du glaubst, ich weiß noch, wie das geht. Ich klicke auf Distrikt und sage auf Bauen. Okay. Genau. Natürlich, wenn man Einzelspieler spielt und sowas, kann man jederzeit pausieren, aber Mehrspielerspiele tendieren eher dazu, dass sehr, sehr selten pausiert wird. Mhm. Und gerade solche Sachen wie Distrikte bauen und Planeten ausbauen, kann man halt auch mit der Zeit nebenbei machen, wenn gerade nicht viel los ist. A special project has concluded. Geht das Spiel halt währenddessen weiter und es passiert halt gefühlt schneller etwas wieder. So. Wir haben das Admir-System durch, beziehungsweise auch diese Cybrex-Geschichte. Dazu heißt es Archäologieprojekt abgeschlossen. Mhm. Eine Analyse des Cypex-Forschungsmoduls, das wir über Admir 4a gefunden haben, hat ergeben, dass das Maschinenbewusstsein mit kybernetischen Lebensformen experimentierte. Hunderte unglückseliger Gefangener wurden zu dieser Einrichtung transportiert, um ihnen dort Gliedmaßen und Organe durch verschiedene mechanische Komponenten zu ersetzen. Das genaue Ziel dieser Tests bleibt unklar. Es gibt keinerlei Beweise dafür, dass die Cyprex außerhalb dieses Labors noch andere kybernetische Einheiten schufen. Ein interessanter Fund gibt uns, verändert so in der Erde, eins dieser Cyprex-Artefakte, genau dieses lila Zeug. Und Ingenieurforschung erlangt 705. Das sollte jetzt gleich ordentlich reinhauen, wahrscheinlich, weil da Forschung richtig. Ja, das beschleunigt jetzt halt die aktuelle Ingenieursforschung dann. Das ist bei Forschung. Hier sehen wir gleich das Artefakt. Ja, okay. Also interessanter Fund. So, das Admin-System haben wir dann schon erkundet. Ist das so? War das wirklich schon erkundet? Nee, ist es noch nicht. Dann sollen wir das mal weitermachen. Solange wir noch können, in der Ecke da unten. Ja, aber unser Vorstoß hat geglückt. Ist geglückt. Wir haben unser Cyprex-Artefakt gekriegt, bevor. Gesichert, genau, bevor wir dort die Grenzen rausgeschlüsselt werden. Bei uns läuft derzeit die öffentliche Wahl des neuen Präsidentins. Wahlende 2210 am 1. April. Ja, das ist halt die Texte, die übersetzen. Es gibt halt ein paar grammatikalische Fehler, weil Deutsch nun mal eine etwas komplexere Grammatik hat in einigen Teilen als Englische. Ja. Wir haben eine weitere Anomalie im System. Ach, in Admir auch gleich wieder, aha.
Erstaunlicherweise ist auch die Kollegin gar nicht aufgestiegen. Sie hat jetzt eine sehr schwierige Anomalie erforscht und ein Spezialprojekt, aber sie ist nicht aufgestiegen. Na gut. Aber sie hat was Neues entdeckt, die Aisha El-Farouk. Nämlich die Analyse der Zusammensetzung des Asteroiden sowieso lässt auf interessante Funde schließen. Routine, dann mach das gleich mal. Wir nehmen alles mit, was noch geht. In der Ecke des Weltraums. Construction completed. Und das Konstruktionsschiff ist durch mit der Forschungsstation, hat nichts zu tun. Aber wir haben auch hier noch ein Ergebnis der Anomalieforschung in Richtung des Systems DIM, wo wir diese Archäologie gerade angetriggert hatten. DIM 3 ist unbewohnt und tatsächlich auch unbewohnbar. Aber Besuch hat es sehr wohl gegeben. Seine Oberfläche ist übersät mit Cenotaphen, die aus einem Material geschnitten wurden, das es auf diesem Planeten nicht gibt. Offensichtlich wurden sie hier von einer künstlerisch geneigten Rasse platziert. Die fließenden Linien der Monolithen stellen geschickt eine derart fantastische Geschichte nach, dass es sich dabei um Fiktion handeln muss. Oder? Für die Archive aufzeichnen. Gibt nochmal Ingenieurforschung plus 1410. Also der kriegt gerade echt Rückenwind, der Forscher. Ja, da hat sich durch das eben hat sich schon die Zeit halbiert, die Forschung braucht. Und das dürfte jetzt nochmal sehr stark nach. Geht ja. Wird einfach nur auf die nächste Zeit dann. Gibt es eigentlich einen Überlauf? Das ist halt im Endeffekt das, was jetzt gespeichert wird, wird langsam aber sicher abgebaut. Und solange das abgebaut wird, ist die Ingenieursforschung in diesem Fall beschleunigt. Ah, okay, verstehe. Gut, mehr als Aufzeichnung für die Archive kann ich nicht machen. Das Konstruktionsschiff hat nichts zu tun. Wir haben Einigkeit 65, reicht also noch nicht ganz, um das nächste einzugemeinden. Warten oder schon mal hinfliegen oder was rätst du? Da wir gerade sehr viel Ingenieursforschung bekommen haben, würde ich weiterhin unsere Mineralien sparen. Das heißt, ich würde das Konstruktionsschiff runter nach, wie heißt das? Tanafia. Nach Tanafia schicken, weil wir uns ja diesen Bereich hier unten noch sichern wollten. Richtig, gut. Deswegen bauen wir jetzt erstmal eine lange Schlange, die nicht so super hübsch aussieht, aber nützlich ist. Mhm. So. Du meinst, dass unser System ist jetzt schlangenförmig? Ja, unser Imperium. Unser Reich, genau, richtig. Ja. Mhm. Ein langer, dünner Wurm. Genau. Es ist unsere rollspielerische Herausforderung, ein Reich zu gründen, was den äußeren Rand der Galaxie einmal umfasst. Das habe ich schon mal als Screenshot gesehen. Ich glaube, es ist eine sehr schwere Herausforderung, das zu schaffen. Weil du weißt ja nicht, wie die Hyperraumrouten liegen. Du musst da teilweise wieder nach innen, um dann wieder nach außen kommen zu können. Und wenn nach innen da halt einer ist, dann ist halt doof. Ja. System Survey concluded. So. Die UNS Sagan ist fertig mit dem DIM-System. So, ich habe jetzt der in gar nicht so weiter Entfernung forschenden UNS Newton ja gesagt, sie soll von Ublion, wo sie gerade ist, wieder nach innen fahren. Das heißt, eigentlich würde ich jetzt mit der Sagan nach links unten fahren und dann im Inneren weiter erforschen. Es sei denn, du sagst, dass es schlauer wäre, eher geradeaus durchzudüsen und dann am äußeren Rand dann weiterzumachen, um halt unsere Challenge irgendwann zu haben, dass wir den Galaxienrand einmal abgefarmt haben. Nee, das ist schon sinnvoll, mit den verschiedenen Forschungsschiffen in verschiedene Richtungen zu gehen. Mhm. Vor allem auch, weil das beides potenzielle Grenzsysteme sind, die da unten. Genau, richtig. Das heißt also, du gehst hier hin, erkundest das und dann auf jeden Fall dann das nächste innen und dann nochmal eins dort. Aber es könnte sein, dass da schon mal wieder auf einen neuen stoßen. Ja. Gucken wir mal. Ansonsten haben wir da unten hin viel Platz, das ist doch eigentlich schon mal schön. Ja, schlimmere Nachbarn als die wir schon haben, kann es nicht geben, es kann noch besser werden. Nein, du bist von zwei eigenen Worten. Du bist von zwei Exterminatoren umgeben. Super. System Survey concluded. So, Herrscher gewählt.
Ein neuer Herrscher ist gewählt und gewählt worden. Marcel de Ville. Das habe ich übersehen, das die Nachricht haben bei mir gar nicht. Wird Präsident. Aber der Ville, war das nicht ein Forscher? Ja, jeder Anführer kann in der Demokratie zum neuen Präsidenten gewählt werden. Man kann die Wahl beeinflussen mit Einigkeit. Wir hatten nicht unbedingt die Einigkeit übrig, um es zu beeinflussen, aber es wäre möglich gewesen. Da waren Symbole oben. Wie gesagt, ich habe das Symbol nicht angezeigt bekommen, sonst hätte ich da was zu gesagt. In der Demokratie kann man halt die Wahl nur beeinflussen mit Hilfe von Einigkeit. Ich sage jetzt mal exzessive Wahlwerbung. Ja. Man kann aber nicht forcieren, welcher von den Anführern zum neuen Herrscher wird. Deswegen man gerne mal einen wichtigen Forscher, den man lieber auf seinem Forschungsschiff behalten hat, verliert. Andererseits sorgt das gerne mal dafür, dass man recht hochrangige Leute an die Spitze seines Imperiums bekommt, was seine eigenen Vorteile hat. Genau. Das Forschungsschiff hier in Ublion, das rechts unten hier, das ist nämlich von Marcel de Ville geführt worden und das ist jetzt anführerlos und deswegen untätig. Yep. Und Markus, wir hatten doch bisher eine Präsidentin, die uns diesen Bergbaubonus gab. Die ist jetzt abgewählt, richtig? Genau, die ist jetzt abgewählt und die ist jetzt ist jetzt im Pool für Gouverneure, weil die halt nicht mehr Herrscherin ist. Sie ist jetzt ein Gouverneur. Brauchen wir momentan leider keinen zweiten. Aber vielleicht in der Zukunft, wer weiß. Wo sehe ich denn den Deville, wenn er also im Präsidentenpalast hockt? Oben links, bei Regierung. Da hat sie ja die Übersicht über deinen. Da ist er der Präsident und da siehst du auch, was er für Eigenschaften jetzt als Präsident hat. Ja, eben, das muss ja nicht das gleiche sein, was er jetzt irgendwie bisher hatte, oder? Nö, er hat jetzt als Herrscher hat er natürlich andere Eigenschaften, weil, schneller erkunden bringt halt einem Herrscher überhaupt nichts. Aber er hat eine sehr schöne Eigenschaft. Wachstumsgeschwindigkeit Bewohner wächst und wir machen auch mehr Nahrung. Ja, aber vor allem die Wachstumsgeschwindigkeit Bewohner ist halt schön. Alles, was das Bevölkerungswachstum steigert, ist immer eine schöne Sache eigentlich. Und Ausnahmen bestätigen die Regel. Ja, die Eigenschaft belastbar, aber da ist dieses Symbol so angeschnitten. Was heißt denn das? Das ist einfach nur ein Symbol für belastbar. Das sieht so aus, okay, verstehe. Das ist quasi eine Wand, von der etwas abprallt. Ja, das habe ich jetzt, erkenne ich es auch. Ich dachte, das ist irgendwie, das füllt sich oder wird leerer oder irgendwas. Das heißt einfach nur, dass er 25 Jahre länger lebt. Gut. Ja, dann ist es halt so, dann brauchen wir jetzt einen neuen Anführer. Wir brauchen einen neuen Forscher für die UNS. Genau, einen neuen Forscher, richtig. Und wir haben einen Governor zu viel. Die Sache ist, in den meisten Fällen lasse ich den Herrscher, der zum Governor wird, in der Demokratie da, weil in den meisten Fällen braucht man halt in nicht allzu ferner Zukunft sowieso einen weiteren. Allerdings, wenn wir uns mal umschauen, haben wir in größerer Entfernung, die einen neuen Sektor produzieren würde, keine bewohnbaren Planeten momentan. Das heißt, auf längere Sicht werden wir keinen neuen Sektor bekommen. Nochmal langsam, das ging gerade zu schnell. Nochmal, mit den Sektoren. Woran siehst du das? Ein Sektor hat immer ein zentrales System. Ja. Entschuldigung, natürlich, das haben wir noch nicht gehabt. Und von da aus ausgehend 4 Sprünge weit ist der Radius, in dem ein Sektor, ein Regierungssektor, sag ich jetzt nicht, vom Spiel automatisch gesetzt wird. Ja. Was automatisch gesetzt wird, ist eine Sache, die debattiert wird und hin und wieder mal seltsame Dinge produziert. Aber ist nun mal so, 4 Sprünge entfernt vom Zentralsystem des Sektors sind die Planeten, werden eingemeindet in den Sektor und haben einen Gouverneur. Ja. Alles, was darüber hinausgeht, wird zum neuen Sektor und braucht dann einen neuen Gouverneur. Ja. Vom Sol-System aus haben wir aber momentan nur bewohnbare Planeten innerhalb von diesen 4 Sprüngen. Ah, verstehe. Mhm. Ja, und richtig. Wir finden halt auch in weiteren Sprüngen, zum Beispiel jetzt im Süden, den wir gerade erkunden, haben wir nur einen Planeten gefunden, den wir auf mittelfristige Sicht nicht kolonisieren können werden. Genau, das ist im Baxon-System. Ja, genau. Mhm. Das heißt, momentan sitzt unsere ehemalige Präsidentin, Dolores Muranga, sitzt halt einfach im Gouverneurpool und wird bezahlt, tut aber nichts. Mhm. Und sie wird auch auf mittelfristige Sicht, wird sie nicht gebraucht werden. Wir haben in näherer Zukunft keine Möglichkeit, einen weiteren Sektor zu erschaffen, wo sie dann arbeiten kann. Und sie ist schon 56. Und sie kann auch einfach mal in Frührente geschickt werden, genau. Sie wird ja gut bezahlt, sie war ja vorher Präsidentin, Präsidenten kriegen immer eine gute Rente. Ja, sie hat noch einen Fahrer und ein Büro. Nee, hat sie nicht, aber den halt wiederum, ihr. Und das sorgt halt wiederum dafür, dass der nächste Anführer, der rekrutiert wird, wir brauchen ja einen neuen Forscher für unser Forschungsschiff, günstiger wird.
Ja, richtig. Und wir sparen uns halt diesen laufenden Unterhalt von 2 Einigkeit pro, genau, pro Monat. Und dann wird sie gekündigt. Dolores Muranga. Und wir rekrutieren einen neuen Wissenschaftler. Was haben wir denn da? Wir haben einen Fachwissen Partikel, Forschungsgeschwindigkeit Partikel. Wir haben einen Forschungsgeschwindigkeit neue Welten und wir haben einen Erkundungsgeschwindigkeit. Das müsste dann wohl der sein, den wir haben wollen, richtig? Am sinnvollsten wäre es, Nicolas Page zu nehmen. Ist auch der jüngste von allen. Ich bin ja versucht, den da drunter zu nehmen, einfach nur weil er Conan heißt. Und ich finde es witzig, einen Typen namens Conan als Wissenschaftler durchs Universum zu schicken. Das Conan sind lustige Bainbridge. Bilder in meinem Kopf. Es ist sehr viel sinnvoller, Nicolas Page zu nehmen. Was heißt denn Bane? B-A-I-N. Heißt das irgendwas? Also Bane. Bane ist halt etwa ein Nemesis, etwas, was extrem schädlich ist. Ich weiß gar nicht, wie ich es gerade aufs Deutsch übersetzen würde in einem Wort. Ja, den Spruch hieß the Bane to my very existence. Also er ist der. Aber bist du sicher, dass das so beschrieben wird? Ich kenne Bane, B-A-N-E. Das ist so eine Art Fluch oder sowas. Das ist eigentlich so. So ist es ein Name, aber von der Aussprache her. Gut, aber wir nehmen hier auf jeden Fall Nicolas. Aber Nicolas Page, der Name kommt mir auch bekannt vor. Nee, Nicolas Cage, den meine ich. Ist das nicht ein Schauspieler? Ja! Es fehlt nur ein Buchstabe austauschen. Wir können ihn umbenennen. Nein, der sieht nämlich ähnlich, glaube ich. So, jetzt haben wir den. Moment, Forschungsschiff hier, Anführer. Nicolas, komm her. Oh ja. Wo ist denn der? Ganz oben. Okay, so. Dann hat die natürlich das Schiff hat seinen Auftrag vergessen. Den müssen wir nochmal neu zuteilen. Wenn der Wechsel passiert, während das Spiel pausiert ist, vergisst du seine Befehle nicht, wenn der Wissenschaftler getauscht wird. Aber da es jetzt gerade im laufenden Spiel passiert ist, die ein paar Tage weitergegangen sind, hat er natürlich keinen Vorschau, um zu erkunden. Deswegen hat er abgebrochen. Du sollst jetzt das System erkunden. Macht er das jetzt? Momentan ist er untätig. Ja, ich schabe sich die Messages, aber erstmal, wie kriege ich dich dazu, hier was zu tun? Du wählst das Forschungsschiff aus? Ja. Dann wählst du hier links unten bei dem Forschungsschiff erkunden. Ja, das habe ich doch schon gemacht, oder nicht? Und dann hältst du Shift gedrückt und klickst die Systeme an, die du nacheinander erkunden willst. Ach so. Du kannst es auch ohne Shift machen, aber dann kannst du dein System auswählen. Ist das Ublion-System ist ja noch zu Ende gegangen. Ach so, das habe ich nicht verstanden. Der hat tatsächlich es noch, Marcel, der will hat, macht keine halben Sachen, der hat das System noch zu Ende erkundet offensichtlich, oder? Ja, hat er. Weil das ist ja jetzt weiß geschrieben, sonst wäre es ja grau geschrieben. Richtig. In dem System war aber auch nichts außer einer Sonne. Also ja, ein aber ich klicke jetzt auf dem Ublion-System rum, um den zu sagen, er macht doch wieder weiter, wo der Will aufgehört hat, aber okay. das führt ja zu nichts. So, okay, und jetzt muss ich erstmal die Nachrichten mal wegklicken. Also, neues Herrschaftsmandat, Marcel Deville wird zum Präsident gewählt, genau. Genau, das heißt, wir haben im Situationsprotokoll ein neues Herrschermandat. Das ist ein spezielles Ding von der Demokratie, dass ein Herrscher immer ein Herrschaftsmandat hat, quasi sein Wahlversprechen. Andere Regierungsformen haben das nicht, die haben andere Sachen. Wo sehen wir denn das Mandat? Das ist im Situationsprotokoll. Ja. Da siehst du hier diese Sprechblase mit dem mit der Glühlampe. Mhm. Präsident Marcel Deville wurde aus dem Grund gewählt, unseren Überschuss an Mineralien auf mindestens 30 pro Monat zu bringen. Haben wir doch, sind wir bei 36. Ja, das wird aber überprüft zu dem Zeitpunkt, wo er mit seiner Wahlperiode in 10 Jahren durch ist. Ah, okay. Das heißt, man kann da wirklich einen auf Vollpolitiker machen und sagen, oh, ich habe gerade ein Defizit von minus 50, aber es steht die neue Wahl an und Marcel Deville hat ja versprochen plus 30, also mach jetzt für einen Monat, kaufe ich jetzt einen großen Haufen Mineralien, dann ist es auf plus 30, dann ist die neue Wahl, dann war es auf plus 30, als er neu gewählt wurde, als er sein Wahlversprechen erfüllt, man kriegt den Bonus und dann bricht man den
Aber wenn ich Mineralien kaufe, dann wird doch der monatliche Überschuss nicht doch klar, anders. Wenn du jetzt anfängst, Mineralien zu kaufen monatlich. Ach, du meinst die monatlichen Kaufer, ja. Genau, okay, du kannst einen monatlichen Kauf einrichten für einen Monat, dann wird das angepasst. Das ist halt so ein richtig schöner Wahlbetrug. Ja, wieso? Das ist doch in der Realwelt genauso. Der erfüllt? Ja. Also nicht Wahlbetrug, aber halt so richtig schön. Aber da muss man das ja im Auge behalten. Ja. Also, aber man kann es auch einfach lassen und dafür sorgen, dass die Wirtschaft vernünftig gemanagt ist. Dann hat man sowieso genug Mineralien. Ja. Weil Mineralien sollte da eigentlich nicht auf einen so geringen Plus pro Monat gehen, weil man Mineralien gerade im frühen Spiel sehr viel braucht. So, dann habe ich eine weitere Meldung. Wirtschaftsmandat erfüllt. Gemäß dem Mandat unseres Präsidenten hat sich unsere Ressourcenproduktion verbessert. Ja, das war das Mandat von der vorherigen Herrscherin. Die hat ihre Wahlversprechen erfüllt. Die hat halt ein ähnliches Mandat. Ich glaube, sie hatte eins für Konsumgüter oder für Legierung hatte sie, glaube ich. Aha. Und da es erfüllt ist, kriegen wir jetzt einen Bonus von Einigkeit. Kann man das noch einsehen, was das war? Können wir nicht einsehen, Protokoll? Was das war. Okay. Auf jeden Fall geben wir 251 Einigkeit. Gut, können wir gerade gut gebrauchen. Und dann wir haben irgendwas erkundet, irgendeine Anomalie wahrscheinlich. Der Asteroid sowieso und die ihn umgebenden Trümmer stammen anscheinend von einem ehemaligen Planeten. Achso, das war das, was wir gerade irgendwo gemacht hatten, richtig. Tief im Kern des Asteroiden finden wir Spuren von extrem wertvollen Legierungen. Es gibt außerdem Hinweise auf bakterielles Leben, das hier im Vakuum des Weltraums abgestorben ist. Dies zeigt uns, dass auf diesem Himmelskörper einst wohl Leben möglich gewesen ist. Toll! Fügt RX2-784 den Modifikator ehemaliger Planet hinzu. Legierung plus 3. Warum, glaube ich, im Admin-System die... Ja. Ja, hier haben wir das als Legierung. Mhm. Aber unsere netten Nachbarn müssen das ja, da die diese Anomalie nicht haben, haben sie die Legierung dort nicht. No. Normalerweise nicht. Gut. Es sei denn, sie kriegen halt diese Anomalie auch. Was halt nicht sein muss. Das ist Ruhe im Galaktischen Reich. Ach so, das Konstruktionsschiff ist dabei, nach Tana 4 zu fliegen. Ist jetzt auch schon fertig. Und wir haben mittlerweile auch genug Einfluss. Genau, da wollte ich nämlich mal gerade checken. Dann können wir das ja hier als Außenposten 90 Legierung, ist auch kein Problem. Einfluss, genau. Dann bau da mal und gemeine das ein. System Survey concluded. So, eins ist wieder fertig, ein System. Welches? Das Larstahl-System. Ganz unten, der Richtung nach innen fliegt. Ah ja. Boah, eher unbedeutend. Ja. Aber der weiß ja noch, was er tun soll. Genau, dann machen wir weiter. We have detected an anomaly. Und eine neue Anomalie im DAMU-System. Das ist der unten außen. Nee, das ist nicht okay. Im DAMU, das ist oben. Das ist oben, also Erde und danach oben. Was haben wir da? Wir haben das Wrack eines alten Raumschiffs gefunden. Es hat eine äußerst ungewöhnliche Bauart und wir sind uns nicht ganz sicher, wie das Antriebssystem funktioniert. Routine, das ist da hinten sowieso alles in Ruhe. Also erforschen. Da droht meiner Ansicht nach im Moment kein Unbill. Da muss ich gern drum kümmern. Achso, die Forschung ist fertig, glaube ich. Noch nicht. Oder? Aber wird mir oben nicht angezeigt, aber ist schon fertig. Okay. Biodiversitätsstudien. So. Also, die Sozialforschung, genau. Wir haben jetzt Biodiversitätsstudien plus 1. Sozialforschung durch Forscher plus 20% in diesem
Spezial, also dieser Forschungsart. Neue Forschung auswählen. Mal gucken. Und die anderen beiden sind auch kurz davor, fertig zu sein. Also, wir haben hier bei den Sozialforschungen 4 zur Auswahl. Das erste ist adaptive Bürokratie. Unser Fortschritt ruft nach einer neuen, beweglicheren Verwaltungsform, die uns bei unserem Streben unterstützt, anstatt zu behindern. Der Erlassfonds steigt um 20. Oder Dschungel entfernen. Oder DNA-Mapping, Reichsmodifikator, Wachstumsgeschwindigkeit, Bewohner plus 10%. Oder Handelskolonien, die Büros eines regierungsunabhängigen Unternehmens, das der Verbesserung des interstellaren Handels dient. Da können wir dann bauen. Ne, wenn wir da erforschen, dann haben wir Handelswert, plus 2 Handelswert für jeden Handelsknoten. Ah ja, okay, das geht auch noch automatisch. Ja, diese Bevölkerung ist gar nicht schlecht, richtig? Richtig, das ist mit Abstand die beste von den Feedforschungen. Das Handelsunternehmen gibt nicht pauschal plus 2, sondern das ist ein Gebäude, das man auf einer Sternbasis baut. Deswegen steht auch Kosten 100 Legierung. Aha. Dieses Gebäude produziert dann halt eine vernachlässigbare Menge an Handelswert. Okay, gut. Dann DNA-Mapping. Dann hat Griselda Sanchez was zu tun. So, Energie sinkt gerade. Ja, ich. Das Licht. Das ist einer der Effekte, die ich meinte, von wegen, wir bauen Gebäude, die Spezialisten erfordern. Ja. Weil auf der Erde ist nämlich das Forschungslabor fertig geworden. Ja. Wenn du da jetzt mal drauf gehst und dann auf die Bevölkerungsübersicht gehst, dann siehst du, dass jetzt nicht nur einer von den Büroangestellten, sondern auch ein Techniker rübergewandert ist nach oben, um Forscher zu werden. Ja. Das sorgt aber dafür, dass wir ein Defizit in der Energie kriegen. Ja. Andere Ressourcen sehen aber gut aus. Dementsprechend würde ich jetzt gerade einmal die Techniker priorisieren, um halt dort jemanden hinzubringen. Jetzt hat er natürlich genau den falschen genommen, weil wir brauchen momentan sehr viele Mineralien und wir wollen keinen Bergarbeiter abziehen. Mhm. Deswegen klappen wir jetzt einmal die Arbeiter auf. Das ist jetzt ein bisschen viel Micromanagement, aber da kommt man halt bei Solaris manchmal nicht drum rum. Mhm. Und wir brauchen, weil wir haben halt sehr viel Nahrung und wir geben Nahrung für nichts aus, außer unsere Bevölkerung zu ernähren. Das heißt, wir brauchen Nahrung eigentlich für nichts anderes. Das heißt, wir brauchen halt einen positiven Wert, aber wir brauchen halt nichts darüber hinaus. Deswegen würde ich jetzt hier auf dem Minus einen Landwirt quasi weniger für den Planeten erlauben. Und der ist jetzt natürlich automatisch als Bergarbeiter gewandert. Das heißt, die Bergarbeiter sind wieder aufgefüllt. Versuch mal, den Landwirt wieder hochzusetzen. Versuch mal, du musst... Also der wieder aufs Plus zu gehen, um den Job wieder freizugeben. Das springt nicht automatisch zurück, das heißt, wir können es jetzt so lassen. Der Bergarbeiter bleibt da oben. Wir haben die Leute auf den Jobs, die sie haben sollen. Da kann ich auch die Priorisierung wieder löschen, oder? Dann müsstest du die Priorisierung wieder löschen können, ja. Da muss man halt ein bisschen aufpassen, wir müssen jetzt einmal auf den nächsten Monat warten, ob er jetzt wieder sagt, ich will aber. Das passiert manchmal. Und dann müssen wir die Priorisierung beibehalten. Die Ressourcen oben werden halt auch mit dem Monatssprung aktualisiert. System Survey concluded. Die UNS Pytheas ist mit Admir durch. Wollen wir sie noch nach Iboleto schicken oder nicht? Ja, oder? Würde ich von abraten, aus einem Grund. Aha. Wir hatten jetzt sehr viel Glück, dass wir die Cybrex-Anomalie dort rechtzeitig geschafft haben. Ja. Wenn wir jetzt eine Cybrex-Anomalie in dem Moleto finden, ja, ist es sehr wahrscheinlich, dass er sich das System schnappt, bevor wir damit durch sind. Stimmt. Deswegen würde ich die Pytheas eher woanders hinschicken, um nicht zu riskieren, dass wir eine weitere Cybrex-Anomalie in der Nähe von unseren Nachbarn bekommen. Gut, also wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir erforschen weiter oder wir machen die, also wir erforschen hier die inneren, die oder links und rechts liegen gelassenen Sterne mal weiter oder wir tuckern die Anomalien ab und setzen die Kollegin, die halt rollenspielerisch gesehen sich mit den Cybrex jetzt gerade beschäftigt hat, Aisha El-Farouk, die ja auch die beste ist, was diese Anomalieforschung angeht, auf diese ganzen bereits bekannten Cybrex-Anomalien an.
Genau, da habe ich auch gerade noch drüber nachgedacht. Sie ist schon Stufe 4. Genau. Und wir haben gerade keine Stelle, wo ein Forschungsschiff möglichst schnell etwas machen Richtig, muss. Richtig, sie würde sehr weit fliegen müssen, um überhaupt wieder anfangen können zu arbeiten. Und daher würde ich sagen, es wird sich lohnen, also würde ich dir zustimmen, die Cybrex-Anomalie, die am nächsten ist, also die in Obleon, mit dir zu erforschen. Gut. Kann man halt einfach dann mit Rechtsklick auf Obleon sagen, Anomalien erforschen. Gut, sehr gut. Und jetzt gucken wir nochmal bei der Erde hier. Wenn wir es weiter ticken lassen, wie das mit der Bevölkerung über einen Monatswechsel, der gleich ist, sich verhält. Ist geblieben. Ja. Unsere Energie ist jetzt auf plus mehr, ist jetzt auf minus 0. Das heißt, es sinkt pro Monat um 0,2. Weniger als 1. Das ist vertretbar. Kann man eigentlich für eine ganze Weile ignorieren. Gut. Weil irgendwann wird ja auch neue Bevölkerung auf dem Planeten wachsen. Auch wenn es momentan sehr langsam geht. Und Tanafi ist eingemeindet. Aber vor allem, wir haben halt auch auf Hope eine Kolonie, die halt gerade Generatoren baut. Und da ja gut, halt, also bauen tut die gerade nichts, aber ja, aber da ist halt auch ein Job frei für einen Techniker und da wächst die Bevölkerung sehr viel schneller als auf der Erde momentan. Das heißt, innerhalb der nächsten Monate wird ein weiterer Techniker dort arbeiten und unsere Energie wird sich automatisch wieder regenerieren. Ja, das heißt, wir können diesen Negativmodifikator einfach ignorieren. Genau. So, also das haben wir erledigt. Hier System erkundet. Anomalie und genau. Das Konstruktionsschiff hat nichts zu tun. Jetzt haben wir gerade mal 15 Einigkeit. Wir könnten hier eine Forschungs-irgendwas bauen. Aber ansonsten wüsste ich gar nicht, was das Konstruktionsschiff tun sollte. Ja, einfach die Forschungsstation bauen. Forschungsstationen sind immer sinnvoll. Also Konstruktionsschiff. 100, genau. Gucken wir uns das mal kurz an im Tanafir-System. Da haben wir hier am zentralen Stern können wir Forschung betreiben. Naja, gut. So, da unten geht es weiter. Bisher noch nichts Besonderes aufgetaucht. Auch noch keine Planeten und dergleichen. Und wie wir sehen, unsere werten Exterminator-Nachbarn ignorieren uns momentan vollständig. Das hat zwei Gründe. Zum einen haben wir natürlich die Einstellungen auf eher friedlich gestellt. Ja. Aber der Hauptgrund ist, sie haben keine direkte Grenze mit uns. Das kommt aber. Ja, das wird kommen. Aber solange eine KI keine direkte Grenze mit einem hat, ist es extrem unwahrscheinlich, dass sie einem den Krieg erklärt. Es gibt ein ganz paar Spezialfälle, wo das passiert. Aber normalerweise passiert es. Research concluded. So, Forschung. Wir haben die Roboterarbeiter abgeschlossen. Das heißt, wir können mal irgendwas bauen. Aber lass uns erstmal die neue Forschung auswählen. Im Ingenieurbereich. Da haben wir auch gerade einen dicken Bonus. Da generiert plus 75 im Moment. So, wir haben vier Sachen. Maschinen, Schablonensystem, Modifikationspunkte, Roboter plus 2. Aber wenn wir Richtung Roboter gehen, wäre das wahrscheinlich nicht schlecht. Dann haben wir standardisierte Korvetten. Baukosten für Korvetten minus 5% und Baugeschwindigkeit plus 25%. Wenn wir aufrüsten wollen würden, wegen unserer Nachbarn, wäre das wahrscheinlich auch nicht schlecht. Geothermisches Fracking. Mineralien durch Bergarbeiter plus 20%. Mineralien aus Sternbasenkonstruktion plus 10%. Das ist wahrscheinlich auch gar nicht so uninteressant. Und Montagemuster Baugeschwindigkeit planetar. Das heißt, wenn ich auf dem Planeten was baue. Ja, also die obersten drei finde ich alle nicht uninteressant. Das untere vielleicht am ehesten, aber am wenigsten. Wir hatten uns entschieden, dass wir defensiv gehen wollen, weswegen ich von den standardisierten Korvetten einfach abraten würde, weil ich persönlich gerade mit wenig Erfahrung, was Kriegsführung angeht, würde ich empfehlen, nicht auf Schiffe erstmal zu gehen, defensiv, sondern auf Stationen. Dementsprechend würde ich die erstmal überspringen. Ja. Die Wahl für mich ist im Endeffekt vor allem zwischen geothermischem Fracking und Maschinenschablonensystem. Wir haben relativ viel Forschung, deswegen ist die Maschinenschablonensystem, das ist eine 4000er-Forschung, geht halt langsamer. Wenn man sie früh hat, lohnt sich das natürlich. Weil dann kann man seine Roboter verbessern, die man baut. Aber die zusätzlichen Mineralien sind natürlich auch extrem wertvoll. Und die Forschung geht schneller. Ist ein bisschen schwierig zu entscheiden.
tendiere momentan mehr zum Fracking, weil es schneller geht und Ressourcenproduktion ankurbelt. Mhm. Und je stärker unsere Ressourcenproduktion ist, und wir haben halt momentan noch keine Roboter. Mhm. Es wird halt eine Weile dauern, bis welche kommen, bis welche gebaut sind. Mhm. Und wenn wir anfangen, mehr Industriedistrikte zu bauen, werden wir auch mehr Mineralien brauchen. Mhm. Von daher, die generelle Basiswirtschaft auf Linie zu bringen, ist momentan wahrscheinlich sinnvoller. Ja, dann nehmen wir das geothermische Fracking. Aber ja, das ist halt eine. Ist halt keine einfache Entscheidung, auch wenn man Erfahrung hat. Kein Spiel ist wie das andere. Aber generell grundlegende Forschung und grundlegende Ressourcenproduktion für die Wirtschaft sind selten eine falsche Entscheidung. Wir haben einen Arbeitslosen auf Dawn. Da ging das Bevölkerungswachstum schneller als der Bau unseres Industriedistrikts. Wir haben eine Demokratie und wir sind egalitär. Unseren Leuten ist es erlaubt, von einem Planeten auf den anderen überzuwechseln. Das ist momentan noch nicht der Fall. Das sieht man daran, dass hier das Symbol für die Arbeitslosigkeit, das Rote, noch rot ist. Das heißt, momentan haben wir einen Arbeitslosen auf dem Planeten, der auf dem Planeten bleibt. Ja. Das wird aber mit der Zeit, da vor allem, da wir eine Demokratie haben, wird das relativ fix gelb werden. Und das heißt dann, der ist kurz davor, auf einen anderen Planeten überzuwechseln. Ja. Das wollen wir aber nicht. Wir wollen unseren Planeten, der unsere Legierung produziert, möglichst schnell mit viel Bevölkerung haben. Ja. Dementsprechend würde ich jetzt gerade kurzfristig erstmal einen Kolonisten aktivieren, dass der Typ halt einen Job bekommt. Und da sich da halt Metallurg und Handwerker Spezialistenjobs sind, ist es danach kein Problem, sobald der Industriedistrikt fertig ist, ihn halt in einen sinnvolleren Job zu schieben. Das heißt, ich priorisiere das oder schiebe ihn dann manuell rein? Du erhöhst mit dem Plus die Anzahl. Momentan dürfen ja keine Kolonisten hier arbeiten. So, jetzt ist es halt nur noch auf 1. Jetzt ist er drin. Jetzt haben wir keine Arbeitslosen mehr. Er produziert jetzt ein ganz bisschen Nahrung. Das ist super sinnvoll. Also so viel Nahrung, wie er selber verbraucht, mehr oder weniger. Mhm. Und wir haben schon wieder was vergessen. Das vergesse ich immer wieder, weil wir so viel Pausen machen und zwischendurch eine Woche übrig ist. Bevor wir jetzt weitermachen, geh mal auf die Station im Sol-System. Wo auch immer sie ist, da. Beim Sol-System hast du dieses weiße Sechseck. Wenn du da draufklickst, kommst du immer direkt auf die Station. Du kannst natürlich auch schnell in der Schnellwahl an der Seite die Sol-Station auswählen. Da hast du Gebäude. Ja. Momentan sind da Besatzungsquartiere drin, die sind relativ sinnvoll, weil sie den Unterhalt von angedockten Schiffen verringern. Das heißt, man zahlt nicht so viel Energie und so weiter für die Schiffe. Mhm. Aber wir können dort eine Hydrokultur einrichten. Die produziert quasi produziert die 10 Nahrung, ohne dass dafür jemand arbeiten muss. Also keine Bevölkerung muss dafür arbeiten. Ja. Das ist extrem wertvoll, in Anführungszeichen aus nichts Nahrung produziert. Und dann halt die Leute, die sonst Farmer werden müssten, könnten sinnvolle Jobs übernehmen. Das heißt, ich würde jetzt diese Besatzungsquartiere durch eine Hydrokultur ersetzen. Das hätten wir schon längst machen sollen, in dem Moment, wo die Forschung fertig ist. Aber wie gesagt, Wechsel von Episoden, Wochenpause, man übersieht halt gerne mal Dinge, wenn man eine ganze Zeit später wieder in ein Spiel einsteigt. Also Besatzungsquartiere demontieren? Nee, nicht demontieren, einfach draufklicken. Und die Hydrokultur auswählen, dann wird es ersetzt. Ach so, okay. Aha. Wenn wir jetzt keinen Exterminator direkt in direkter Nachbarschaft hätten, haben wir aber. Würde ich das auch in der Verteidigungsstation machen? Ja. Einfach nur, weil die Ressourcen in Friedenszeiten sehr viel sinnvoller sind als der Reichweite-Bonus für die Station. Ja. Das kommt aber auch ein bisschen mit darauf an, wie militaristisch ich mein restliches Imperium schon aufgebaut habe. Wenn man zum Beispiel mehr Schiffe hat, dann kann man sich das leisten. Wenn man bestimmte Traditionen, Forschung hat, kann man sich das eher leisten, als wenn nicht und so weiter und so fort. Mhm. Wir haben aber momentan sehr friedlich geforscht bisher und dementsprechend brauchen wir in unserer Grenzstation jeden Vorteil, den wir kriegen können. Mhm. Gut, dann ist eine Anomalie erkundet worden.
nämlich Solarsegler. Wir haben das Wrack eines alten Raumschiffs gefunden. Es weist eine äußerst ungewöhnliche Bauart auf. Anstelle eines Antriebs, der dem von modernen Schiffen ähnelt, hat das Schiff große Segel, die im Vakuum des Weltraums entfaltet werden können. Vermutlich nutzt das Schiff die Sonnenenergie und lässt sich von den durch das Sternlicht erzeugten Sonnenwinden treiben. Sie sollten tiefer graben. In der, oder von der Union ist Earhart. Das ist in Pythias. Wo ist er denn? Im Norden. Da oben, genau, da haben wir das erkundet. Sie sollen tiefer graben. Er stellt eine archäologische Stätte des Typs Flaschenpost auf die Armu. Aha. Wir haben eine Ausgrabungsstätte gefunden. Sehr schön. Das ist eine Mechanik, die durch die halt ein bisschen funktioniert wie Erstkontakte. Beziehungsweise ja. Erstkontakte funktionieren wie Ausgrabungen, weil die Ausgrabung gab es vorher. Wie die Erstkontaktmechanik. Eine Ausgrabungsstätte kann nur ausgebuddelt werden, wenn einem das System gehört. Ja. Und man braucht ein Forschungsschiff mit einem Forscher, um das zu machen. Ja. Und dann tickt das halt alle 90 Tage einmal durch, wie halt ein Erstkontakt auch. Ja. Und je länger man, und je höher der Forscher ist, vom Level her, desto wahrscheinlicher ist, dass er einen Schritt weiterkommt. Ja. Ausgrabungsstätte erzählt immer eine Geschichte. Schrittweise, aha, aha, je weiter man ausbuddelt, aha, und gibt dann, hat auch die Möglichkeit für Zufallsevents, die positiv und negativ sein können. Mhm. Und wenn man fertig ist mit der Ausgrabungsstätte, kriegt man irgendwas. Was immer positiv ist. Ja. Okay. nein. Wie nein? Nein. Eigentlich ist es immer positiv. Es gibt ein paar Ausgrabungsstätten mit einem Twist. System Survey concluded. Da wir gerade nur eine einzelne Grenze haben und die Gerechten verteidigen können, wenn es eine einzelne Grenze ist, ja, würde ich empfehlen, da wir gerade mittlerweile ein gutes Polster an Legierungen angesammelt haben und noch einen bei der Sternbasiskapazität oben einen Platz frei haben, ohne extra zahlen zu müssen, ja, würde ich empfehlen, auf Sirius oder Alpha Centauri noch gucken. Das ist in Alpha Centauri. In diesem Fall in Sirius würde ich die eine weitere Station verbessern. Aus dem Grund, dass wir halt dann dort eine hydroponische Farm im Endeffekt hier eine Hydrokultur einrichten können. Mhm. Und wir können dort eine Schiffswerft noch reinbauen, um halt näher am Gegner und schneller, weil mehr Schiffswerften, Schiff zu bauen, in dem Fall, dass es Krieg gibt. Okay, also auf Sternhafen verbessern. Genau. Die Sirius-A-Station. Genau, weil dann kann man halt dort Module und Gebäude reinbauen, dann können wir dann Schiffswerft draus machen und können halt im Notfall mehrere Schiffe gleichzeitig bauen, was halt recht sinnvoll ist, wenn man halt in einen ungewollten Krieg kommt. Mhm. Und wir können mehr Leute von Pharma-Jobs in andere Jobs schieben und die Nahrung im Weltall produzieren für nichts. Construction completed. So. Das Konstruktionsschiff hat wieder nichts mehr zu tun. Aber wir haben aber keinen Einfluss. Immer noch weit davon entfernt, dass wir das nächste eingemeinden könnten. Ja. Dementsprechend würde ich es jetzt entweder nach Rebulon schicken und dort rumschweben lassen oder in Tana 4 einfach lassen und dort rumschweben lassen. Was ist denn, wenn man in Seatera, da haben wir ja drei Energie am Zentralgestirn. Lohnt sich das da jetzt irgendwie, da was zu bauen dafür, oder? Ich bin gerade am überlegen, wir haben ein Energiedefizit, wir haben sehr viel Nahrung übrig. Dementsprechend würde ich sagen, wir nutzen einfach mal den Markt. Gehen auf den Markt, verkaufen, wir kriegen gut positiv Nahrung, es wird noch steigen, weil gerade eine Hydrokultur gebaut wird. Wir verkaufen, ich würde sagen, 2000 Nahrung, um Geld zu generieren. Mhm. Energie, und ja, kaufen von dem Geld, ich meine, wir haben einen Polster, aber wir haben auch gerade einen negativen Energie-Modifier. Weil wir brauchen jetzt sowieso eine ganze Menge Mineralien. Dementsprechend würde ich 2000 Nahrung verkaufen. Ja. Eine größere Menge 1000 bis 2000 Mineralien kaufen. Ja.
Und dann zum einen einmal die Stationen hier ausfüllen, weil wir halt momentan einfach durch die massiven Nahrungsspeicher einfach dann die Ressourcen übrig haben. Und was meinst du mit Stationen ausfüllen? Was meinst du damit? Man kann entweder manuell die ganzen Bergbaustationen in... Ja, also das meinst du, ja. Mhm. Oder es gibt halt seit dem letzten Patch gibt es eine wunderschöne neue Addition. Und zwar, wenn du auf das aufs Konstruktionsschiff gehst, ja, siehst du hier an der rechten Seite automatisch bauen. Ja. Dann fliegt das Konstruktionsschiff durchs eigene Imperium, ja, und baut Forschungs- und Bergbaustationen vollkommen automatisch. Aber natürlich nicht die besten zuerst, sondern halt wahrscheinlich auf... Einfach in Reihenfolge. In Reihenfolge, wo es halt gerade ist, ja. Aber wie gesagt, wir haben halt ein riesengroßes Polster an Nahrung, die wir nicht brauchen. Das heißt, wir können jetzt einfach die Station in Mineralien bauen, umwandeln und das dann in Stationen. Genau, weil wir haben jetzt einfach den Punkt erreicht, wo wir einfach die Mineralien quasi übrig haben, um das zu machen. Gut, das finde ich logisch. Ich verkaufe 2000 Nahrung, kaufe mir dann, habe ich dann 1200 Energie ungefähr geholt. Dafür kaufe ich mir Mineralien. Ich würde sagen, kauf mal 2000. 2000 Mineralien. Mhm. Jetzt haben wir zwar nur noch 900 Energie, aber wir kriegen gleich auch einen weiteren Techniker, von daher ist das nicht weiter schlimm. Ja. Aber wir werden jetzt eine ganze Menge Mineralien brauchen. Zum einen kannst du einmal das Konstruktionsschiff automatisch setzen. Ja. Dann fliegt es halt jetzt durch und baut seine Station. Mhm. Und das wird halt immer nur 100 Mineralien abziehen in dem Moment, wo es halt anfängt, die nächste Station zu bauen. Das heißt, es geht jetzt langsam durch und nicht alles auf einmal. Ja, okay. Viel wichtiger. Zum einen braucht die Erde einen weiteren Stadtdistrikt für einen weiteren Gebäudeplatz. Weil wir haben jetzt die Forschung für Roboter fertig und wir wollen natürlich Roboter bauen. Mhm. Das heißt, wir bauen einen Stadtdistrikt. Ja. Gebäudeplätze kriegt man auch von anderswoher, aber da wir davon noch ein bisschen entfernt sind, würde ich jetzt erstmal auf den Stadtdistrikt bauen. Im späteren Spiel, wenn man sie nicht mehr brauchen sollte, kann man sie immer noch durch anderes ersetzen. Aha. Und dann auf Dawn und Hope, da sind ja noch die Gebäudeplätze frei. Ja. Ich komme nicht ins Baumenü rein als Observer, das ist natürlich schade. Kannst du einmal auf Dawn dann auf den offenen Gebäudeplatz gehen? Ja. Und dort müsste eine Roboterfabrik aufgetaucht sein. Robotermontageanlagen. Genau. Diese aber Liste von. Hulle Energie, 5 Energie kostet so ein Ding. Ja, und es verbraucht auch immer auch Legierungen. Mhm. Aber baue sie trotzdem. Ich erzähle dir gleich warum. Mhm. Auf beiden? Ja, auf beiden Planeten. Weil es im Endeffekt das effektive Bevölkerungswachstum extrem steigert auf den jeweiligen Planeten. Auf Hope das gleiche. Ja. Wobei, ich muss gerade gucken, ob wir eine bestimmte Forschung schon haben. Nein, gut. Dann da auf die Robotermontagefabrik. Du siehst diese Liste von Gebäuden. Ich kann jetzt gerade leider sie nicht öffnen. Ja. Die wird länger. Ja, klar. Mehr Forschung du kriegst. Mhm. Du siehst aber auch oben, das müsste irgendwo hier sein, siehst du verschiedene Symbole. Wenn du das Baumenü aufhast. Gebäude. Gebäude. Wo ist das hin? So. Klick einfach mal auf den gesperrten Gebäudeplatz. Ja. Da siehst du oben in dem Baumenü, müsste irgendwo hier sein. Wie gesagt, ich kann es als Absorber nicht aufklappen. Siehst du mehrere Symbole. Ja. Da kannst du diese Liste an Gebäuden nach verschiedenen Kategorien filtern. Ja. Mhm. Und dann findest du sehr viel schneller das, was du suchst im Laufe des Spiels, wenn du viele Forschung hast. Ja. Mhm. Gut, dann haben wir die Roboterfabriken im Bau. Wenn du jetzt einmal auf Bevölkerung gehst, erzähle ich dir kurz, warum das so wichtig ist. Bevölkerung von Hope. Oder genau, was? Von Hope, von Dawn oder von Erde ist egal. Hauptsache in einem Bevölkerungstab. Ja. Du siehst, wenn du jetzt zum Beispiel bei der Erde bist, du siehst Wachstum und Montage und Rückgang hier an der Seite bei der Demografie. Ja. Wachstum ist für biologische Bevölkerung. Ja. Und es kann immer nur eine Bevölkerung wachsen. Ja. Gleichzeitig? Ja. Davon? Ja.
Egal, wie viele verschiedene Arten von Spezies du in deinem Imperium hast, das steigt halt durch die Forschung und so weiter durch für Bevölkerungswachstum. Ja. Parallel dazu gibt es aber Montage. Ja. Montage entsteht zum Beispiel durch Roboterfabriken. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie das auf Deutsch hier heißt. Robotermontageanlagen. Mhm. Bekommst du eine zusätzliche Produktionslinie, sag ich mal, die Bevölkerung produziert. Ja. Die unabhängig vom Wachstum ist. Ja. Und nicht beeinflusst von Migration. Ja. Das heißt, selbst auf der Erde, wo jetzt gerade minus 3 ist und die Bevölkerung quasi stillsteht, ja, trotzdem Roboter gebaut werden und neue Bevölkerung entstehen. Ja. Und direkt, wenn die Migration halt aufhört, hast du das Bevölkerungswachstum enorm gesteigert auf dem Planeten. Ja. Und kriegst halt schneller mehr Leute, die mehr Jobs belegen können. Und zwar um einen signifikanten Punkt schneller, um einen signifikanten Wert schneller. Ja. Aha. Und deswegen, je eher man das tut, desto eher hat man sehr viel Bevölkerung und desto mehr kaskadiert das immer weiter. Je eher man das macht, desto mehr hat man im späteren Spiel Bonus davon, weil man halt früher mehr produziert hat und dementsprechend mehr andere Sachen produzieren konnte, mehr forschen konnte. Und je schneller man das macht, desto mehr, im Englischen heißt es Snowball. Ja, klar, ja, das ist so eine Lawine auslösen, ja. Mhm. Ja, genau. Das ist halt einer der Hauptaspekte von Stellaris auch, dass man halt gucken muss, inwiefern kann man das vorbereiten, dass man halt snowballt und inwiefern muss man darauf achten, dass man im Prozess dessen nicht von zum Beispiel einem Exterminator ausgeräumt wird. Okay, gut. Ja, wir müssen leider schon wieder Schluss machen. Das heißt schon wieder, es ist eine knappe Stunde rum. Ich denke, hier nach den Ausführungen ist es eine ganz gute Stelle, weil momentan ist nichts dringend noch zu tun wäre. Wir hatten hier oben das Bauvorhaben, dort die Forschungsstation abgeschlossen. Die archäologische Stätte ist entdeckt, nutzt uns aber gerade nichts, weil bis wir das da oben eingemeindet haben, das dauert eine ganze Weile. Da muss man ja 1, 2, 3, 4, 5, 6 Systeme in Reihe anschließen, bevor wir überhaupt dort oben sind, frühestens. Das also was für später. Und unten im Süden gehen die Erkundungen der Systeme munter weiter. Bisher kein weiterer Kontakt da unten. Das ist erstmal erfreulich, na, weil ich Richtung Kontakte sind die Vereinten Nationen der Erde gerade so ein bisschen gebranntes Kind. Und ob wir uns die Finger weiter verbrennen oder nicht, das sehen wir ab dem nächsten Teil. Bis dahin!